Eine Glühlampe für 6 Volt wird von einem Strom der Stärke 0,2 Ampere durchflossen. Klein a, wie groß ist der Widerstand der Glühlampe? Klein b, welche Leistung hat die Glühlampe? Und klein c, die Batterie ist nach 7 Stunden leer. Wie viel Arbeit wurde verrichtet? Hier die Angaben. Die Spannung U beträgt 6 Volt. Die Stromstärke I beträgt 0,2 Ampere. Die angegebene Zeit T beträgt 7 Stunden, also 7 mal 3600 Sekunden, das heißt 25.200 Sekunden. In klein a wird der Widerstand gefragt, den wir in Ohm ausdrücken. Und um den herauszufinden, nutzen wir das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I, aus dem wir schließen, dass R gleich U auf I ist. Wir ersetzen U durch 6 und I durch 0,2 und somit finden wir als gefragten Widerstand 30 Ohm. In klein b wird die Leistung gefragt, die wir in Watt ausdrücken. Um diese Leistung P herauszufinden, nutzen wir die Formel P gleich U mal I. Wir ersetzen U durch 6 und I durch 0,2. Und so finden wir als Leistung 1,2 Watt. In klein c wird die Energie gefragt, die wir in Joule ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel Leistung gleich Energie durch Zeit. Da P E auf T ist, muss E P mal T sein. Wir ersetzen P durch 1,2 und T durch 25.200. Und somit finden wir als gefragte Energie 30.240 Joule.